Hallo Leute, viele von euch werden sich jetzt vermutlich fragen, warum in drei Gottes Namen lädt denn der Papiertourist heute ein Jubiläumsvideo hoch? Die Frage ist berechtigt. Ich feiere ja erst in einem Monat, also in genau einem Monat, mein einjähriges Jubiläum und trotzdem gibt es für dieses Video hier und heute einen Grund und den werde ich euch jetzt erklären. Ich muss dafür allerdings ein kleines bisschen ausholen. Und zwar ist es so, dass ich meinen echten Geburtstag, also meinen Real-Life-Geburtstag, nicht feier. Ich habe in den letzten 11 Monaten vermutlich, ich weiß nicht, ich schätze so 100 Anfragen bekommen. Daniel, wann hast denn du Geburtstag? Und ich habe darauf immer geantwortet, das sag ich nicht, ich feiere meinen Geburtstag nicht, ich brauche auch keine Glückwünsche und so weiter. Tatsächlich ist mein Geburtstag wirklich so geheim, dass ihn nicht mal meine Mutter kennt. Und ja, trotzdem ist es jetzt so, dass ich natürlich mein Papiertourist-Baby liebe. Ich möchte das Jubiläum, das einjährige Jubiläum oder den ersten Geburtstag meines Papiertourist-Babys feiern. So, jetzt ist es natürlich so, dass mir klar ist, dass dieser Kanal nur deshalb so gut gedeihen konnte und so prächtig gedeihen konnte, weil ich eure Hilfe hatte. Und deshalb möchte ich euch etwas zurückgeben. Aber ich wünsche mir auch etwas von euch und wie das jetzt im Einzelnen aussieht, das erkläre ich euch jetzt gleich im Anschluss. Ganz kurz erstmal vorweg, es geht darum, dass ich mir Glückwunsch-Videos von euch wünsche. Das heißt Glückwünsche per Videoantwort. Zu den Bedingungen jetzt gleich mehr. Ich kann natürlich nicht 2020 Geschenke verteilen, denn so viele Abonnenten habe ich in etwa zum Zeitpunkt dieses Videos. Aber ich habe dafür drei wirklich tolle Pakete zusammengestellt und die werde ich unter allen Teilnehmern verlosen. Und ich möchte jetzt ganz kurz erstmal darauf eingehen, um was für Preise es sich da handelt und dann erzähle ich euch, ja, wie ihr genau teilnehmt und so weiter und so fort. Los geht's! So, bevor ich jetzt auf die drei Preise zu sprechen komme, wir fangen mit dem ersten Paket an, aber es gibt hier keine Reihenfolge, keinen ersten, zweiten, dritten Platz. Ich finde alle Preise großartig und fange jetzt einfach zufällig mit den, ich nenne es jetzt mal Tommy Krabbeis Paket an. Bevor ich euch zeige, was sich in diesem Paket befindet, möchte ich mich bei Tommy nochmal ganz herzlich bedanken dafür, dass er diese Sachen gespendet hat. Nicht nur das, dass er eben das Buch, die CD und die Tasse gespendet hat, sondern er hat das auch für euch signiert. Ich zeige das jetzt einmal ganz kurz hier. Mara und der Feuerbringer. Inzwischen wird jeder von euch davon gehört haben, von diesem Buch. Ich war sehr begeistert und ich habe einige mit dieser Begeisterung anstecken können. Es gibt inzwischen ja einige Videos zu dem Buch. Dann Rock das Brot, auch signiert von Tommy Krabbeis. Hier die Unterschrift. Und eine Bernd das Brot Tasse. Und falls es jetzt noch jemanden geben sollte, der nicht weiß, was Bernd das Brot mit Tommy Krabbeis zu tun hat. Tommy Krabbeis ist der Vater von Bernd das Brot und deshalb ein sehr schönes Paket, finde ich. Das ist einer der drei Preise, die ich heute verlosen möchte. Und ja, nochmal danke an Tommy Krabbeis dafür, dass er das eben für euch zusammengestellt hat. So, wir kommen zum nächsten Preis und zwar ist das Geliebte der Nacht von Lara Adrian. Und auch in diesem Fall darf ich euch zeigen, dass die Autorin das Buch für euch signiert hat. Ich halte das jetzt mal in diese Kamera. Das ist einmal dieses Buch von der Autorin signiert, Geliebte der Nacht. Dann ebenfalls von der Autorin signiert eine Lara Adrian Tasche. Die halte ich jetzt mal in diese Kamera, weil die ist ein bisschen größer. Die ist auch signiert und ein Lesezeichen wird auch noch beigelegt. Und ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich bei Ina Schmidt von Egmont Lux bedanken, weil die das dieses Paket für euch zusammengestellt hat, obwohl sie gerade krank zu Hause liegt. Sie hat also alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit ich die Sachen rechtzeitig für dieses Video hier zu Hause habe. Ina, ich danke dir dafür, fühl dich von mir gedrückt und ich wünsche dir gute Besserung und ja, das ist einer der drei Preise, die ihr gewinnen könnt, das Lara Adrian Paket. Und jetzt zum nächsten Preis, den ich verlose. Es ist der Oyo E-Reader. Die Leute von euch, die mein E-Reader Spezialvideo gesehen haben, also dieses Vergleichsvideo, die werden wissen, dass dieses Gerät bei mir Preis-Leistungssieger geworden ist. Ein ausgezeichnetes Gerät und deshalb war mir sehr wichtig, dass ich genau dieses verlosen kann. Und Kerstin Gernemann von Buch.de hat sich bereit erklärt, als ich sie darauf angesprochen habe, diesen E-Reader zu spenden. Und deshalb ist das einer der drei Preise, die ich für euch verlosen kann.
Wenn ihr noch mal genauere Details zu diesem Gerät haben wollt, dann könnt ihr euch mein Video dazu angucken. Ich werde das jetzt irgendwo hier mal verlinken. Dann klickt einfach noch mal drauf und guckt rein. Auf jeden Fall ein echt tolles Gerät. Und ja, das waren die drei Preise, um die es geht. Und jetzt sage ich euch ganz kurz, was ihr genau dafür tun müsst. Wenn ihr also einen dieser drei Preise gewinnen möchtet, dann müsst ihr nichts weiter tun als ein, ich habe es am Anfang schon erwähnt, Glückwunschvideo zu drehen und dieses als Videoantwort auf dieses hier posten. Ihr schickt mir das also und ich lasse das dann zu und tja, was da in dieses Video jetzt gehört, inhaltlich, das bleibt völlig euch überlassen. Keine Ahnung, singt mir ein Lied oder sagt ein Gedicht auf oder gratuliert mir einfach, ganz egal. Ich werde die Videos auch nicht bewerten. Schon aus dem einen Grund nicht, weil ich natürlich einige von euch, von meinen Abonnenten in den letzten 11 Monaten besser kennengelernt habe und ich bin auch nur ein Mensch, ich könnte mich nicht davon freisprechen, dass vielleicht unterbewusst irgendwie der Sympathiefaktor eine Rolle spielt und das möchte ich natürlich vermeiden und deshalb lasse ich am Ende nach einem Monat, zum Einsendeschluss komme ich gleich nochmal, lasse ich den Zufall entscheiden. Ich werde wieder die allseits bekannte Seite random.org benutzen, um die drei Gewinner ja festzustellen. Und ja, ich werde das dann aufzeichnen und ihr bekommt das Video natürlich zu sehen. Es ist auch so, dass ihr nicht Abonnent meines Kanals sein müsst. Und das hat den einfachen Grund, weil ich zum einen nicht möchte, dass das Ganze jetzt hier ja den Eindruck vermittelt, ich möchte auf Abonnentensammlerei gehen. Das ist nicht der Fall. Ich habe nichts von den Leuten, die mich jetzt nur dafür abonnieren, um jetzt hier einen Preis eventuell abstauben zu können und dann sich eh wieder verabschieden. Solltet ihr also beispielsweise Fan von Tommy Krapfeis sein, aber meinen Kanal eigentlich gar nicht so gerne abonnieren wollen, dann kann ich damit sehr gut leben. Das ist mir dann lieber, ihr nehmt teil, macht mit und ja, abonniert den Kanal nicht, als wenn ihr jetzt ein Abo klickt und euch dann in einem Monat, also nach diesem Gewinnspiel, wieder verabschiedet. Von daher habe ich mich für diesen Weg entschieden. Ich kann mich natürlich nicht davon freisprechen, dass ich mich über Glückwünsche von Leuten, die ich besser kenne oder in den letzten 11 Monaten besser kennengelernt habe, besonders freue. Ich denke aber, dass das keinen Einfluss auf den Ausgang des Gewinnspiels nehmen sollte. Und deshalb habe ich mich für diesen Weg entschlossen, dass der Zufall eben entscheidet. Ich hoffe, ihr seid damit alle einverstanden. Es fällt mir leichter und ja, das, die ganze Sache ist einfach ein bisschen fairer. So ist jedenfalls meine Meinung. So, jetzt noch ein paar Worte zu den Teilnahmebedingungen. Also ganz genau findet ihr diese auf meinem Blog auf www.papiertourist.de. Ich sag vorab schon mal, ihr könnt ab heute teilnehmen. Also sobald dieses Video online ist, könnt ihr mir Videoantworten schicken. Das Ganze läuft bis zum 3.5., denn dann habe ich einjähriges Jubiläum. Bis dahin könnt ihr also Videoantworten schicken. 0 Uhr, also praktisch mit der ersten Minute des 3.5. endet das Gewinnspiel. Dann könnt ihr mir gerne noch was schicken, aber leider nehmt ihr nicht mehr an der Auslosung teil. Ja, wie gesagt, auf der Seite www.papiertourist.de, die ich auch in der Infobox verlinke, findet ihr alle weiteren Hinweise, auch rechtliche Hinweise, die ich leider auch mit in, ja, in den Text reinnehmen musste. Und wenn ihr gerade auf der Seite seid, dann könnt ihr gerne für mich voten. Und zwar bin ich, beziehungsweise mein Blog, papiertourist.de, ist nominiert worden als Superblog 2011 in der Kategorie Bücher. Hitmeister, Superblog 2011. Ich würde mich sehr freuen, jede Stimme zählt. Und solltet ihr meinen Blog doch nicht so toll finden, dann könnt ihr natürlich trotzdem abstimmen. Und zwar für einen anderen Blog, denn es gibt ja noch ganz viele andere tolle Blogs. Ich glaube, ich habe jetzt soweit alles untergekriegt. Wie gesagt, ihr findet alles, was ich jetzt vergessen haben sollte, nochmal in dem Infotext. Ihr findet ein paar Infos unter Video und eben im Blog. Ich würde sagen, ich freue mich auf eure Videos, auf die Videoantworten und ich wünsche euch allen viel Glück. Bin jetzt hier raus und ihr seid im Bild. Wir sehen uns schon sehr bald wieder und bis dahin sage ich Adios, ciao.